Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von World of Warcraft in den Klassikländern. Und wir müssen jetzt die Brutmutter Rügna töten, also die Herrin aller Spinnen. Und dazu müssen wir die erstmal finden. So. Wir sind auch gleich schon... Okay, was heißt gleich? Wir brauchen noch ein bisschen was an Erfahrungspunkten. Durch das Töten von Monstern erhaltet ihr 200% Erfahrung. Wieso kriegen wir 200% Erfahrung, wenn wir Monster töten? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Haben wir denn irgendwie... Moment. Kapiere ich echt nicht. Ist das jetzt neu, dass man da 200% kriegt? Ist doch doof. Oder ist es einfach nur, um schneller zu leveln? Man weiß es nicht. Machen wir hier erstmal den Weg frei, um zur Königin der Spinnen zu kommen. Ja, in StarCraft wird es die Königin der Klingen sein, aber ach nein, hier ist es die Königin der Spinnen. Und ja. Ach guck mal, wir haben da unten sogar eine Minimap. Ne, die möchte ich aber nicht angezeigt haben. Oh, und da ist er auch schon, unsere freundlichste. Unsere freundlichste dicke Spinne. Sehr schön. 12% Aggro, 8%. Und damit haben wir sie auch sofort wieder down. Das war es schon gewesen. Ich dachte, bin ja jetzt davon ausgegangen, dass die vielleicht legendär ist. Beziehungsweise legendär wäre sie bei Hearthstone. Dass die, wie heißt das denn? Dass das ein Elite-Gegner ist. Genau, in WoW heißt das ja Elite-Gegner. Wenn da dieser Kranz drumrum ist. Dieser Drachenkranz. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir im Gebiet von den Menschen sind. Im Wald von Sturmwind ist es, glaube ich. Weil da kann ich dann mal Hogger besuchen gehen. Eins meiner Lieblingsmonster. Hogger war immer schon geil. Das war so ein Kultgegner aus WoW. Das erste Elite-Monster im ganzen Spiel. So, jetzt können wir hier rein. Und die Quest wieder abgeben. Hi, Frau. Gute Arbeit. Wir haben gehört, dass es weiter oben in den Bergen noch Überlebende geben soll. Jetzt können wir endlich Speer dorthin schicken. Und da würde ich sagen, nehmen wir doch... Oh, da kriegen wir... Oh, ein grün... Unser erster grüner Gegenstand, glaube ich. Kriegen wir plus 1 Intelligenz dazu. Nehmen wir doch einfach mal mit. Ja, und damit ist haben wir auch von der... Ach Mann, ich immer mit meinem C. Da haben wir doch auch die Tante hier wieder aktiviert. Die jetzt anscheinend fertig ist mit dem Buch. So, ich suche immer noch hier die Taste zum... Sortieren. Konnte das weg? Das war 13? Das war 11, ja, konnte weg. So, Intelligenz, der war besser, ne? 30 Rüstung und Intelligenz. Auf jeden Fall war der besser. Zack, haben wir dann neue Hose an. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Händler haben. V können wir wieder wegdrücken. Aber einen Händler scheint es ihm nicht zu geben. Dann quatschen wir ihn nochmal an. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut oder nicht zu laut. Müsst ihr eigentlich gleich mal nachgucken, wenn der Part vorbei ist, wie es ausschaut mit der Musik, ob ich da noch was ändern muss. Nicht, dass man mich wieder kaum versteht. Der Schwarzforst. Ich habe ein wenig es hat ein wenig gedauert, aber ich glaube, ich habe endlich herausgefunden, was hier passiert ist. Zumindest teilweise. In dieser Stadt gab es einige Überlebende der Seuche. Sie haben sich alle den anderen in den Bergen angeschlossen. An der Witterfront. Entschuldigung, alle sind geflohen, bis auf den Mann, der dieses Tagebuch geführt hat. Der alte Bradshaw. Er bemerkte, dass die Angriffe der Worgen plötzlich aufgehört hatten und entschloss sich, in den Schwarzforst zu reisen. Direkt nordwestlich der Stadt gibt es eine verlassene Mühle. Dort lebte Bradshaw früher. Schaut euch da nach Hinweisen um. Okay, dann suchen wir mal den alten Bradshaw. Gehen dafür hier raus und ich glaube hier, genau hier den Stadtausgang nehmen wir mal. Da müsste es dann auch zur Mühle gehen.
Und da sind wir auch wieder im finsteren Wald. Hier haben wir einen Überlebenden von Dämmerhaven. Was haben wir denn da? Misstrauischer Mastiff. Und das sieht hier doch schon ganz schön beängstigend aus. Und angsteinflößend. Auch wenn man halt WoW sein Alter schon ansieht. Grafisch. Ich finde es trotzdem immer noch toll. Vor allen Dingen die Gebiete, die ich selber noch nicht gesehen habe oder gekannt habe. Finde ich immer noch toll. Wie kommen wir denn da hoch? So bin ich ja jetzt dran vorbeigerannt. Tatsächlich. Sind wir dran vorbeigeschlichen. Ich sollte nicht so viel quatschen und besser aufpassen. Ach, guck mal. Belysra Sternenhauch. Eine Baumschmuserin. Der Schwarzforst. Ich habe euch erwartet, Crazy Ben. Habt keine Angst. Mein Name ist Belysra. Ich bin eine Priesterin des Mondes, eine Nachtelfe. Ah, eine Nacktelfe, okay. Ihr kennt meinesgleichen vielleicht nicht, aber seit der Fluch euch befiel, sind die Schicksale unserer Völker miteinander verbunden. Okay, was heißt das für uns? Verfolger abschütteln. Ihr müsst so viele Fragen haben und ihr werdet auch bald Antworten darauf erhalten. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich mittlerweile das Crazy Band auslasse, weil sonst sage ich in wirklich jedem zweiten Satz meinen Namen und ich möchte euch nicht damit nerven. Ihr habt, glaube ich, in den ersten paar Parts schon meinen Namen sehr verinnerlicht mit meinen diese Fähigkeiten. Aber gut. Ihr werdet auch bald Antworten darauf erhalten. Ich weiß, warum ihr hier seid und wonach ihr sucht. Ich kann euch nicht daran hindern, solange der Feind euch folgt. Eine von Sylvanas Speerinnen ist euch auf den Fersen. Ihr dürft den Verlassenen auf keinen Fall den Ort zeigen, den ihr sucht. Nehmt diesen Talisman und geht einfach die Straße entlang, nördlich von hier, die Straße direkt nördlich von hier entlang. Lasst zu, dass die Sperrin euch in ihre Falle lockt und nutzt dann die Macht des Talisman, um euch zu befreien und einen Gegenangriff zu starten. Aha, wir werden also verfolgt. Aber welche Straße direkt nördlich? Moment, da muss ich mal eben gucken. Das heißt, ich müsste ja theoretisch... Wo ist denn die Straße? Bin ich jetzt richtig oder falsch? Ach ne, doch. Da hinten müsste die Straße sein. Die müssten wir eigentlich langschreiten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und da müssen wir in der Falle tappen. Wenn wir in der Falle drin sitzen müssen... Ach, guck mal an. So, Gegenangriff. Töten. Mach die Sperren kalt. Da haben wir sie auch schon down. Das ist ja wieder sensationell. Und wir haben schon wieder eine Hose gefunden. Ach Quatsch, warum drücke ich denn immer I? Kann mir mal einer verraten, warum ich immer I drücke? Das ist ja I furchtbar. Willenskraft brauche ich nicht. Und das, ansonsten 30 Rüstung hat die andere auch. Gut, können wir wieder zumachen. Hier können wir wieder zumachen und wir können wieder hoch die Quest abgeben. Mann, Mann. Wenn das mal nicht fix war... Ich habe übrigens mal vorhin nachgeguckt zwischen den Parts, kann ich euch mal eben zeigen. Hier, Erfolge. Da gibt es ordentlich was. Also insgesamt gibt es wohl 2057 Erfolge und wir haben in diesem Let's Play einen Erfolg schon gemacht. Also ist nicht mehr viel, dann haben wir alle Erfolge. Wobei, alle werden wir definitiv niemals kriegen. Zumindest in nächster Zeit nicht. Gut, gut gemacht. Die Speerin hat nicht die geringste Chance gegen euch. Hatte nicht die geringste Chance gegen euch. So, da haben wir nochmal eine Rüstung mit Intelligenz 2 und Rüstung sieht auch ordentlich aus. Nehmen wir die doch einfach mal mit. Kriegen also ein neues Oberteil. Taldrin, die Heimstatt in der Wildnis. Es gibt andere wie euch und auch wie sie waren verwirrt und wussten nicht wohin. Es gibt einen Ort, an den ihr gehört. Taldorin, die Heimstatt in der Wildnis, war einst das Zuhause eines Druidenordens, der die Form von Wölfen annehmen konnte. Dort findet ihr die Antwort, die ihr sucht und dort wird auch euch jemand helfen können, ein alter Freund. Geht in Frieden. Aha.
Also wird die Geschichte noch weiter gesponnen. Wir sollen... Oha. Okay, da müssen wir also dahin zur Heimstatt der Worgen. Beziehungsweise zur alten Druidenheimstatt. Gehen wir da doch einfach mal hin. Was anderes können wir ja gerade eh nicht machen. Und wir haben gleich Level Up und Level 10. Und so, wenn wir Level 10 haben, haben wir die Hälfte des freien Contents, den freien Test-Content, gemeistert. Was für mich natürlich heißt, dass ich spätestens morgen oder spätestens Montag, weil wir haben heute Donnerstag, mal gucken muss, dass ich mir die Spiele zulegen werde. Ich spiele bewusst auch auf meinem zweiten Account. Ich habe zwei Battle.net-Accounts. Und ja, weil ich einfach auch mit euch in dem Let's Play die Erfolge machen wollte. Das heißt, ich gebe nochmal das Geld für die ganzen Erweiterungen aus. Ich glaube, insgesamt sind das jetzt 50 Euro, die ich dann ausgeben muss. Das ist aber nicht so wild. Und dann haben wir wenigstens auch die Folge noch, weil mit meinem anderen Charakter habe ich doch schon ordentlich was an Folgen. Ich glaube, da habe ich schon über 10.000 Erfolgspunkte oder sowas. Das war schon einiges. Gut. Lord Darius Crowley. Es geht euch gut. Ich habe schon so lange auf diesen Tag gewartet. Es ist eine wahre Freude, euch zu sehen, Freund. Ich habe gehört, was ihr getan habt. Und ich bin euch so dankbar. Besonders für Lorna. Sie ist alles, was mir geblieben ist. Ich lasse sie sofort herholen. Und damit haben wir Stufe 10 erreicht, einen zweiten Erfolg bekommen. Und was haben wir denn hier gekriegt? Ihr verfügt nun um eine Begleiteraktionsleiste, die euch mehr Kontrolle über euren Dämon gibt. Es wird euch möglich sein, verschiedene Arten von Dämonen für verschiedene Aufgaben zu beschwören. Ja, okay. Gut, haben wir das soweit gemacht. Was haben wir da? Es sind nun Klassenspezialisierungen verfügbar. Klickt hier, um eure Spezialisierung auszuwählen. Heiligsblech, es kommt hier viel dazu mit Stufe 10. Aber hier sehen wir jetzt auch, wir haben 50 Quests abgeschlossen. Es steht sogar das Datum dabei, wann wir das gemacht haben. Und Stufe 10 haben wir auch erreicht. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine kleine Übersicht, was wir gemacht haben. Jetzt haben wir zwei, es geht also zum Finale. So, was hast du noch zu berichten? Direkt vor unserer Tür. Die Nachtelfen haben uns in dieser Zeit viel beigebracht, Crazy Wayne. Sie lehrten uns, wer wir sind und wo wir herkommen. Dank ihnen, dank dieses Ortes, sind wir keine wilden Tiere mehr. Wir haben unseren freien Willen zurückgewonnen. Die Verlassenen haben es nicht nur auf unser Land abgesehen. Sie suchen nach etwas, das uns gehört. Ein Artefakt, mit dem sie den Fluch unkontrollierbar auf die gesamte Menschheit ausbreiten können. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie es finden. Sylvanas Banshees rücken immer näher. Helft meinen Spurenlesern, sie zu beseitigen. Okay, die wollen also ein Artefakt von uns haben. Und da haben wir noch eine Druidin, die was von uns möchte. Vorbereitung. Was ihr als Fluch kennt, begann als Ketzerei unter unseren Brüdern. Im Angesicht der sicheren Niederlage gegen dämonische Mächte haben die Druiden des Rudels dem Gleichgewicht, dem sie sich verschworen hatten, den Rücken gekehrt und zugelassen, dass das Tier in ihnen die Kontrolle übernimmt. Sie wurden in den smaragdgrünen Traum gebannt, wo sie unter einem Baum wie diesen in ewigen Schlaf versinken mussten. Doch ihre Seuche hatte sich schon auf andere ausgebreitet. Heute stellen wir in unseren Zeremonien das Gleichgewicht in eurem Volk wieder her. Bringt mir das Blatt, das nur in der Nähe des Tal Doran wächst. Ich muss sagen, heute bin ich eigentlich relativ gut, was das Lesen angeht. Vielleicht macht das die Übung, nachdem ich jetzt so viele Parts von MMORPGs gelesen habe, wird das hoffentlich noch ein bisschen besser, so dass ich irgendwann gar keinen Haspler mehr drin habe. Aber an dieser Stelle würde ich sagen,
auf der Suche nach den Blättern und den Banshees der Verlassenen, würde ich sagen, werden wir dann übermorgen im nächsten Part machen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.